Willkommen zu einem Update für den Uhrzeitcode, weil ich jetzt schon öfters per E-Mail gefragt worden bin, ob ich Ihnen so einen Hochspannungsgenerator bauen kann oder wie die Anleitung ist für einen Bedini-Motor mit Zündspule, um sich so einen Hochspannungsgenerator zu bauen. Aus dem Grund habe ich jetzt dieses Video hier gemacht und zwar hat sich da nämlich einiges getan. Total weit ziehen. Krass, immer noch. Heftig. Hä? Krass. Was es alles gibt. Es gibt jetzt seit geraumer Zeit, seit 2 Jahren ungefähr, diese kleine feine Platine bei unseren chinesischen Freunden zu kaufen. Für ganze 1,53 Euro hat sie, glaube ich, letztens gekostet, inklusive Versand. Und die kleine Platine ist im Grunde dafür da, in solchen Sturmfeuerzeugen, die mit so einem Blitz praktisch deine Zigarette anzünden oder was du halt damit auch immer anzünden willst. Und das sind die Ansteuerungen dafür. Ne? Von 3,7 Volt auf 15.000 Volt, so steht es in der Anleitung. Und wenn man sich das bestellt als Bedini-Erfahrener und dann da drauf guckt, denkt man, man traut seinen Augen nicht. Weil im Grunde ist das die Bedini und Zündspule in einem in ganz klein auf Miniatur. Ich glaube, eine Diode im Trigger ist hier statt direkt nochmal am Kollektor, wie wir es immer machen. Aber ansonsten ist das Ding ziemlich ähnlich aufgebaut. Und wer da an diesen Vorwiderstand in Reihe noch ein Potti anklemmt, der kann das dann sogar halbwegs stufenlos regeln. Ne, natürlich mit dem berühmt-berüchtigten Sweet Spot beim Bedini. Ne, es gibt da einen Punkt, da hat er besonders viel Leistung. Also so richtig mit linear einstellen wird es nichts, aber ein bisschen Einstellmöglichkeit hat man da schon, wenn es um die Output-Spannung geht. Ja, des Weiteren muss man es dann erstmal hinbekommen, die angeblich 15.000 Volt, was dann diese kleine Hochspannungsspule hier kreieren soll, dann wirklich verlustfrei runter auf seinen Verbraucher zu bringen. Momentan hier der Kondensator, wenn man so möchte. Ne? Hier dazwischen sind meine Samen und drunter Klopapier. Dann Samen draufgelegt, unten die Plusplatte, oben die Minusplatte drauf. Und dann geht das los. Ja, hier am Output sollte man noch rauskriegen, wo mehr Plus rauskommt als Minus. Man muss ehrlich dazu sagen, dass das hier keine reine Gleichspannung ist, sowieso nicht. Das pulst ja, ne? Aber auch einen Wechselstromanteil hat, also Wechselspannungsanteil hat. Ne? Das heißt, es geht auch manchmal in die andere Richtung, ganz kurzzeitig. Aber die eine Seite überwiegt halt mehr. Ne? Es kommt halt mehr Plus als Minus raus, wollen wir mal so sagen. Und das kann man dann einfach mit einer Diode rausfinden. Und ja, wenn man jetzt keine Messgeräte dazu da hat, ich habe es hier mit meinen ganz vielen LEDs in Reihe rausbekommen. Ne, das ist ein Panel, was ich mir selbst zusammengebastelt habe. Nie wieder mache ich das. Und wenn jetzt das Ding läuft, also den kleinen Lüfter hier, ne, und dieses Kühlblech habe ich mir extra noch montiert. Das wird so nur mit einem kleinen Kühlkörper geliefert. Ist original auch nur für 3,7 Volt ausgelegt. Mein Netzteil hier, das bringt jetzt 5 Volt. Und die ganzen LEDs sind an. Wie gesagt, sind alle in Reihe geschalten und bräuchten so um die 500 Volt, dass es läuft. So, also die 500 Volt scheinen jetzt hier anzulegen. Ich bin direkt mit dem Output von der Hochspannungszündspule praktisch auf die LEDs gegangen. Und jetzt schließen wir mal den Minus an von unserer Platte hier unten und wir sehen, hoppala, die LEDs gehen aus oder werden viel dunkler. Das heißt, ein Haufen Energie ist jetzt zwischen diesen zwei Platten hier. Da baut sich jetzt ein elektrostatisches Feld auf, auch wenn es vielleicht einen kleinen Wechselstromanteil hat. Aber der Kondensator dürfte das ja eigentlich glätten. Ja, oben eine Platte, unten eine Platte ist ja eigentlich ein Kondensator.
Ja. So, meine Ergebnisse kennt ihr ja. Mehr als dass die Samen ungefähr einen Tag eher rauskommen, also meistens doppelt so schnell als normal, habe ich nicht rausfinden können, weil ich auch so nicht richtig weiß, wie das geht mit den Pflanzen hochziehen, wie es in der Natur zu sein hat. Da musste ich mich nämlich auch erstmal ein bisschen weiterbilden. Und ich kann jedem das Büchlein Das Geheimnis einer guten Erde ans Herz legen, was Ende der 90er oder sogar der 80er rausgekommen ist. Und da stehen einige Sachen drin, die ich erst mit der Zeit kapiert habe. Und ja, ich bin momentan dabei, erstmal die richtige Erde zu finden, dass alle Spurenelemente und alle Nährstoffe drin sind, was so eine Pflanze braucht. Und wenn ich das dann drauf habe, ne, und richtig weiß, wie man das erste Mal so Pflanzen richtig perfekt hochzieht, dann kann ich mich ja vielleicht hier nochmal an Optimierungsversuche ranwagen, so denn ich denn möchte, so denn es denn dann nötig ist. Ne? Aber wer selbst ein bisschen rumprobieren möchte, mit der Schaltung hier, würde ich sagen, kann man das getrost tun. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Link zum Suchbegriff, was man eBay eingeben muss, schreibe ich hier in den Infoteil rein. Und ansonsten fröhliches Growen, viel Spaß und bis bald.